Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi. Da sind wir wieder. Wir fangen direkt damit an, dass zwei super tolle Kerle rauskommen. Und ich würde gerade sagen, ich keine Waffe habe, aber hey, danke, Spiel, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich zu verteidigen. Na, scheiße. Ja, das wird nix. Das wird nix. Ich bin so gefickt. Ich bin so gefickt. Ein Schlag, irgendeiner von euch. Naja, zumindest ist es mit dem Schwert nichts geworden. Steh auf. Er lebt immer noch. Unfassbar. Ich will dein Schwert. Ich hab's irgendwie überstanden. Ich hab keine Ahnung wie, aber ich hab's irgendwie überstanden. Ich bin davon ausgegangen, die beiden machen mich jetzt so platt. Ich habe mir schon echt gedacht, das wird nichts mehr. Also jetzt nicht so von wegen Chris 2, auch wenn ich in der letzten Folge mich einfach aufgegeben habe, weil ich wollte die Folge auch immer mal beenden. Hilfe, helft mir! Gnade! Ach! Das sind da zwei! Frank, hat er ein Schwert oder hat er kein Schwert? Nein! Oh fuck! Aber ich fühle gerade wieder ein, was ich machen wollte für meinen Steam-Controller. Nach einer Stickkappe suchen. Also das hast du gesehen, den Stick eigentlich ausmacht. Damit der ein Stick wird. Danach wollte ich eigentlich gucken. Ich vergesse es jedes Mal. Das ist halt immer das Problem, damit so ein Stick schön weich und geschmeidig ist, ist da eine Menge Bleiche drin. Und Weichmacher. Und dieses komische Zeug, das ich nicht mal aussprechen kann, nur damit es schön weich und geschmeidig bleibt, aber das, mit dem Alter wird es dann halt porös und pult sich selbst ab. Aber das ist dann halt auch nicht der Sinn. Was zum... Danke. Mach gleich ein Level up, aber danke für die Kiste, die zwei Leute geplättet hat. Okay, das nächste Opfer wird ein Level up. Was ein Skeet? Schade, dass Kane noch jung ist und nicht durch Gitterstäbe laufen kann. Kann sich zwar im Nebel verstecken, aber er kann da noch nicht durchlaufen. Ah, dieses... Muss ja echt eine neue Kappe finden, ne?
Ich muss mal den Controller kurz bewegen, die Scheiße poolt sich. Also den Stick kurz antatschen. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich euch helfen wollen würde. Hilfe! Hilf mir denn keiner! Bitte! Würde das so gerne! Würde euch alle aussaugen wollen, aber leider darf ich nicht. Beschwert euch am Spiel, ich darf nicht. Ali nix schuld. Wie man bei Werner sagen. Ah, ich muss mir die Filme mal wieder geben. Jetzt habe ich mir sogar 2 Filme für insgesamt 7 Euro gekauft, also einer 4 Euro und einer 3 Euro. Blu-rays natürlich, ja, was auch sonst. Bin ich schon hellauf begeistert. Oh, hübsch. Aber den ersten Teil von Fantastischen Tierwesen. Und einmal den ersten Flug zur Karibik. Bin ich hellauf begeistert von. Und ich hab schon zu meinem guten Verkäuferfreund gesagt, so, wenn du jetzt noch die anderen gebraucht irgendwie reinkriegst, ne? Ich kaufe dir dann alle Teile ab, die es gibt. Also ja, warte mal ab, die kommen immer wieder rein. Ich so, okay. Das ist ein Deal, machen wir. Ich kaufe dir alle ab. Hat auch schon vorher gesagt, die würde auch wieder so für den fast selben Preis raushauen. Sind ja gebrauchte Blu-rays und die haben nicht mal einen Kratzer, das ist das Geile daran. Nicht einen einzigen Kratzer. Keine Gebrauchsspuren, gar nichts. Dass Filmliebhaber Blu-rays immer so gut behandeln, das finde ich toll. Wo ist eigentlich der Hilde hin? So sieht man sich wieder, Oma. Kein. Ja, kein. Wolltest du nicht Lord Sarafan in die Knie zwingen? Ich dachte... Ich weiß. Anscheinend hatte ich Unrecht. Ich war ihm nicht gewachsen. Allein. Es war dennoch sehr mutig von dir. Kein. Ich sterbe. Ja, das wirst du. Ich brauche dein Blut. Bitte. Du kannst mich retten. Ich weiß. Sag, mein Kind. Kannst du dir mich als Herrscher von Nazgûl vorstellen? Ja. Ja, das kann ich jetzt. Und glaubst du, dass Nazgûl rechtmäßig mir gehört? Ja. Ja, das glaube ich, Kein. Bitte. Dann darfst du sterben. Du kennst die Wahrheit. Nein! Du hättest mich nicht verraten dürfen. Ich hätte dich zu meiner Königin gemacht. Kein. Aber jetzt hast du mich verlassen. Er ist Nasch. Oh, das ist auch gut so. Okay, Uma ist jetzt tot. Level up. Aber wenn ich ehrlich bin, in seiner Situation und Position hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich wäre genauso ein Arsch gewesen. Aber Blut kann ich nicht was sagen und ihr ist anscheinend auch nicht noch, weil ich jetzt auch gar keins mehr. Wo ist eigentlich das Vieh jetzt hin? Es ist doch hier durchgekommen. Da bricht er schon aus, geht er... Okay, du bist da durchgekommen ohne das... Ach, egal. Der braucht schon Logik. Ah, stimmt.
Keine Chance geben. Ich habe ihm keine Chance gelassen. Hätte ich fast schon wieder vergessen. Aber sagen wir mal ehrlich, ne? Uma, ne? Also sie hat ihn verraten. Also, ne? Irgendwann interagierst du nicht so einfach ohne Strafe. Und er hätte ja das Leben retten können, aber nö. Nö. Einfach nö. Oh. Also, was ich euch einmal dazu gebracht habe, mit dem Shirt anzugreifen, ist es wunderbar. Wow, ich habe ihren Special-Angriff aufgehalten. Jetzt bin ich doch ein bisschen stolz. Jetzt bin ich doch ein kleines bisschen stolz. Aber nur ein bisschen. Und bevor irgendjemand wieder in den Kommentaren schreibt, wo Dachdecker. Mittwoch. Tatsächlich Mittwoch. Hätt's gedacht. Und auch nur, weil ich gesagt habe, der da oben, na, da fehlt auf einmal eine Dachpfanne. Und es ist mittlerweile trocken. Aber es fehlt eine Dachpfanne. Wo ist die hin? Fuck you. Du bist ein Arsch. Ja, aber das ist echt komisch. Es fehlt einfach eine Dachpfanne. Frag mich nicht, wo die hin ist. Einfach weg. Ich habe schon auf der Straße geguckt. Nichts, gar nichts. Einfach weg. Auch nicht auf dem Dach oder hingerutscht. Ich hab schon aus dem Fenster oben geguckt. Ist einfach weg. Er ist jetzt zurückgesprungen, es hätte ihn nicht treffen können. Er ist einfach zurückgesprungen, um getroffen zu werden. Dann kannst du den ja ausdenken. Kannst du den ja ausdenken? Tut mir nicht weh! Verrückter Typ. Und ich habe heute gemerkt, ich muss mal echt dieses Palwirt oder irgendwas. War das Pan oder Pal? Diese Pokémon, dieses Pokémon-Alternativspiel, ich muss mal das echt mal kaufen. Da habe ich echt gemerkt, dass wirklich jeder spielt das. Jetzt will ich auch mittlerweile wissen, was wie gut das Spiel ist. Scheiße, ich konnte nicht ausweichen. Eigentlich will ich jetzt langsam auch mal wissen. Ich muss mal ein paar Euronen zusammenkratzen. Nein, nein, nein. Oh. Hör auf, Angriffe zu machen, mit denen ich nicht rechne, du Arschloch. Nein, ich versuche doch immer wegzukommen. Das sieht man schon an dem wilden Kameraschenker. Ich versuch's doch. Aber er ist zu langsam.
In dem Fall ist er einfach fucking langsam. Komm doch nie weg. Und Kane macht leider einmal nur eine Bewegung, wenn die Animation beendet ist. Leider. Animation abbrechen geht hier leider nicht. Okay, das hat gut geklappt. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Im Ernst, immer nur, wenn die Animation beendet ist. Das ist nervig. Aber auf eine Sache muss ich wohl langsam auch eingehen. Wurde ja schon gemunkelt, so 4-5 Folgen noch und dann ist Sense hier. Hab ich langsam auch. Wäre schade, ich würde mir gerne wünschen, dass das Spiel länger geht, viel länger. Also sehr, sehr, sehr viel länger würde ich mir gerne wünschen, das wäre sehr schön. Schade, dass man nie Zusatzcontent rausgebracht hat in Form eines DLCs. Weil das hat man auch schon auf der PlayStation-Zeit damals getan, einfach eine zweite CD veröffentlicht. Noch einen zusätzlichen Release gemacht, damit das sogar noch als Bundle rauskommt. Das hat man getan. Ach, leck mich am Arsch. Nein, 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 nein! Hier ungünstig. Im Ernst, stehe hier wirklich ungünstig. Na, wenigstens habe ich den Punkt berührt, also vielleicht habe ich da noch eine Chance. Nein, ich habe keine Chance. Gut. Ah, nicht vorne, genau da vorne. Und einen interessanten Kommentar habe ich heute gelesen, beziehungsweise gestern. Ob ich Soul Reaver 1, was war das? Re-Let's Play. Das würde ich sagen. Den Sinn hinter diesem Re-Let's Play habe ich wirklich nicht verstanden. Nein! Ah! Ah, lass mich erstmal den Kampf durchkriegen. Nein! Ich komme nicht weg. Er ist tot. Ah, ich hab echt ein Problem. Das ist ein bisschen eng, Leute, hier. Seht ihr ein, oder? Nein, 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 fick dich auf. Natürlich habe ich die Arme noch oben, ne, und er bewegt sich erst, wenn die Animation beendet ist. Nein! Und ich halte immer schon vorsorglich die Arme hoch, das ist ein Fehler. Nein, nein, nein. Sind die weg? Wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mich einfach weglassen würdet.
Da. Hast du verdient. Blöde Sackratte. Akire Let's Plays. Lass mich mal wirklich einer erklären, warum man das macht. Habe ich wirklich noch nie wirklich irgendwie verstanden. Ich meine, du spielst dasselbe Spiel nochmal. Es wird sich ja so gesehen nichts ändern. Im Endeffekt wird sich rein gar nichts ändern. Also, du spielst ja so gesehen dasselbe Spiel nochmal. Ich weiß gar nicht, in welcher Qualität hatte ich damals das aufgenommen. Hatte ich damals noch den... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde sich wahrscheinlich in Sachen Qualität lohnen. Ich glaube, das wäre der Grund, oder? Ja. Boah, welche Qualitätsstufe hatte ich damals? Oh, nee, nicht noch einer. Also, ich weiß, genau, damals hatte ich noch meinen zweiten Monitor, der jetzt zweite Monitor, verwendet. Au, was zum... Woher? Dieses Kackschiff greift mich an. Oh, da war ein Speicherpunkt. Mein zweiter Monitor kann kein 1080p. Der hat so eine 16:10 Auflösung, anscheinend 16:9. Das weiß ich noch. Aber den habe ich damals geschenkt bekommen, deswegen ein geschenkten grauen Schopper nicht ins Maul, ne? Ah, scheiße. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich bleib ja schon liegen. Der fährt hier nochmal vorbei, ne? Okay, ballern in Schiffe, merken. Ja, damals hat... Ey, komm, fick dich! Der fällt ja echt hin und her, oder? Ja, ich glaube, das war damals so, dass es, der keiner keinen 1080p, der Monitor. Ah, nehme ich mit. Irgendwie hatte ich damals so andere Probleme auch noch. Was war das noch? Also kein 1080p, sondern nur so eine Art simuliertes. Was echt doof war. Was anderes war da noch. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh Mann, jetzt fällt das schon wieder vorbei. Vermutlich muss er irgendwie rüberspringen. Ah, was war da noch? Ich weiß es aber nicht mehr. Nein! Das war jetzt fast scheiße. Aber noch. Oh, da hinten ist ein Schläg. Hm. Ich sehe gerade wirklich, euch auszunehmen, wenn ihr mich nicht seht, weil ich hier stehe. Und fucking fassbar. Einer von euch ist bereit, das ist scheiße. Nein. Also wenn dann Soul Weaver nochmal und ich fand das Spiel damals schon die Hölle. Also ich muss echt ehrlich sagen, das zu spielen, allein schon in der Spinnenstadt, war die Hölle. Ah, und dann der Kampf mit Kane, der war so räudig.
Und sich dann überhaupt noch in diesem Scheiß-Game zurechtfinden. Also, es war ja der erste Teil der Reihe, aber. Wenn man es mal so sieht, hast du eigentlich da alles falsch gemacht als Entwickler, was du falsch machen konntest. Also wirklich alles falsch gemacht. Also, der erste Teil war wirklich räudig. Er war zwar gut, aber er war räudig. Und das Tourell fehlt. Das war das Traurigste. Wir haben das komplette Tourell-Gebiet rausgekartet. Die Kämpfe waren schwierig. Das weiß ich noch, wie ich da immer. zwischen den Aufnahmen, wenn ich den Beenden-Knopf gedrückt habe, immer geflucht habe wie wild. Aber ja, was für ein Scheißspiel, wie kann das nun? Ja, ich weiß das noch. Aber ein Replay. Also, es wird sich nichts ändern. Also, wieder so eine Stelle mit Schiff. Also vom Gameplay her wird sich ja eh nichts ändern. Aber von der Qualität her, das einmal eine Qualitätsoffensive machen, ne? Das könnte wenigstens. Boah. Also das war einer der Sachen, die mich überzeugen könnten. Diese zwei. Hallo? Hat das gerade zweimal ausgeprügelt hintereinander, du Arsch. Alter, ich werde der Lex Kinski. Beim zweiten Mal. Nein. Oh. Blöde Sau, du. Also was ich gerade so überlege, ich versuche gerade irgendwie für mich selber überlegen, wie sich so ein Re-Let's Play überhaupt lohnen. Wenn das Gameplay bleibt ja gleich. Oh, komm. Du! Die Schiffe gehen einen voll auf den Sack. Das muss ich jetzt leider sagen. Die nerven. Also ein Schiff, was hier die ganze Zeit Patrouille fährt, sondern nicht, ist halt mal dasselbe. Das dreht nur da hinten. Und das auf ziemlich schnelle Art und Weise dreht es sich. Kann ich mich hier verstecken? Haha! Ah, Schluch! Das ist jetzt nicht erwartet, ne? Ja, ich würde sagen, von der Qualität Offensive würde sich das lohnen. Was aber auch mal interessant. Okay, jetzt hast du mich verwundert. Danke, Kane. Es gibt da die Dreamcast-Version. Warum auch immer man für die Dreamcast-Version am besten moddet, aber es gibt auch mittlerweile einen Dreamcast-Simulator, der relativ gut ist. Ich denke mir, die Dreamcast-Version von Soul Reaver 1 irgendwo auf eBay zu finden oder Retro Games. Nämlich Retro Games, Retro Plays, meine Fresse. Ich denke, das dürfte eigentlich so kein Problem sein. Ich meine, der PC-Port war bescheiden. Der war wirklich bescheiden. Da war ich auch über einige Community-Patches sehr froh, die man im Netz finden konnte. Ja, der Port war wirklich. Der war weird. Der war wirklich weird. Aber warum auch immer die ganzen Modder für die Dreamcast-Version modden. Da hatte ich mal, wo war das?
Wo war das? Okay, Seitenname habe ich vergessen. Aber zu meinen Lieblingsspielen oder auch älteren Spielen schaue ich ja immer, ob es da vielleicht was Neues gibt, wie Remakes oder vielleicht Mods oder sonstiges. Da gab es mal so ein HD-Projekt von Soulreaver 1. Das wäre interessant. Aber leider nur in Verbindung mit der Dreamcast-Version, weil irgendwie war. Aber es war da. Was hat der Typ nochmal geschrieben gehabt? Dass halt die PC-Version ein schlechter Port sei. Wo ich vollkommen zustimme. Damals habe ich ja die PC-Version gemacht. Und das sogar noch mit einem DirectX-Rapper. Noch ein Rapper. Dieses DG Voodoo 2. Genau, das war das Ding. Hat auch nicht gerade. hat's auch nicht wirklich besser gemacht damals. Was ist denn jetzt? Hä? Ah! Ach nein! Oh, warte, ich kann nicht opfern. Warte, tschüss. Ja, aber genau so war das, ja. Da wäre die Dreamcast-Version eigentlich, eine gute Idee. Mit halt diesen HD-Project-Ding. Also, man braucht mal gucken. Also, es wäre so gesehen. Rennt vorbei. So gesehen wäre es eine interessante Idee. Wie gesagt, ich würde es dann anders machen als mit einem PC-Port. Muss man mal überlegen. Wenn ich jetzt nicht vergesse oder zu faul bin. Ja, aber hauptsächlich, wenn ich es nicht vergesse. Ah, scheiße. Na, jetzt lachst du noch blöd, ne? Ja, aber das wäre so ein Ansatz. Dass ich mal gucke, ob man die Dreamcast-erste Version irgendwo günstig bekommt. Denn viele alte Spiele bekommst du da relativ günstig. Auf jeden Fall unter 50 Euro. Außer es sind jetzt irgendwas Hochgehyptes, von den Massen sehr beliebt wie. GTA Vice City Stories, dann hast du eher verschissen. Bei GTA Vice City Stories wäre so ein Spiel, was ich unbedingt gerne machen wollen würde. Ich habe ja immer noch von Take-Two Interactive, habe ich ja immer noch das Okay, dass ich so gesehen GTA-Spiele machen könnte. Aber wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das mit der Musik läuft, weil das Content-ID-System von YouTube mittlerweile beschissener geworden ist. Du musst den Dämon aus seinem Käfig befreien. Dann schmuggelst du dich in den leeren Käfig auf das Schiff. Kein. Pass auf. Okay. Das ist also halt Überlegung so. Ich halte nichts von illegalen Downloads oder so, deswegen. Bastle ich mir sogar sämtliche Scheiße zusammen, um irgendwie sogar zum Beispiel N64-Spiele zu dumpen. Mittlerweile ist der Dumper kaputt, aber das hätte natürlich ja genau wieder was machen. Aber der Dumper ist leider kaputt gegangen. Selbst gebastelt und hätte den Druck nicht ausgehalten. Einfach durchgebrannt. Da ist auch wieder so eine Sache, so zurück ins Anzeichenbrett, aber. Auf jeden Fall, Re-Let's Plays, also für mich, denke ich immer,
Hat so gesehen eigentlich kaum Bedeutung, weil was willst du denn damit? Ist doch dasselbe Gameplay, aber wenn man was ändern würde, wie zum Beispiel die Qualität oder HD oder vielleicht was halt hinzufügen, was man noch nicht hatte, dann würde ich eher sagen, kann man mal gucken. Aber wenn ich mich recht erinnere, war die Qualität, die ich damals genommen hatte, beziehungsweise aufgenommen habe, eh nicht so die beste. Also kann man mal gucken. Ich sag nicht nein, ich sag vielleicht. Muss man mal gucken, wie man es macht. Und ob ich es irgendwo günstig finde. Weil der PC-Port ist wirklich, na, ja. Aber könnt ihr gerne mal eure Meinung einstreuen, was ihr davon haltet, mal was anders zu machen. Um es vielleicht ein bisschen spannender oder schöner zu machen. Vielleicht sagt ihr okay oder eher scheiße. Und schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall machen wir dann das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Akashi, hauen Sie rein. Lasst mal ein schönes Da. Und dann sehen wir uns dann morgen, wie wir diese Hackfresse da befreien. Hauen Sie rein. Tschüss.